Bayan, herzlich willkommen bei unserem Kongress. Du hast das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich muss euch enttäuschen, ich habe keinen DIA-Vortrag aus Tel Aviv mitgebracht. Trotzdem kann man sich aus anderen Städten eine ganze Menge abgucken. Und das passt ja ganz gut zum Thema. Früher hätte man sich vielleicht ein bisschen gewundert, dass ausgerechnet die Jusos, der linke Jugendrichtungsverband der SPD, sich mit einem irgendwie kommunalpolitischen Thema in dieser Prominenz befasst und damit ja irgendwie sogar eine Pionierrolle einnimmt, was den Programmprozess in der Perspektive 2016 einnimmt. Aber Kommunalpolitik ist eben in Berlin Stadtpolitik, Stadtentwicklungspolitik, ist Metropolenpolitik und auch neben den klassischen Hard Facts Wohnungsbaupolitik, auch Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und im Kern Gerechtigkeitspolitik, weil es darum geht, wie wir hier unmittelbar in den Lebensverhältnissen unserer Stadt miteinander zusammenleben. Und dieses Zusammenleben hat sich in den letzten Jahren eben rasant verändert. Wir haben ein ganz erhebliches Wachstum, nicht nur in der Wirtschaft, was ja sehr erfreulich ist, worauf ich noch zu sprechen kommen werde, sondern vor allem bei der Bevölkerung. Davon ist heute wahrscheinlich schon die Rede gewesen. 50.000 Menschen sind im letzten Jahr neu nach Berlin hinzugekommen. Und alle Prognosen sagen, dass sich diese Entwicklung auch fortsetzen wird. Wir haben eine erhebliche Beschleunigung beim Bevölkerungswachstum, auch bei den Arbeitsplätzen, Gott sei Dank auch bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Wir haben eine erhebliche Beschleunigung bei der Bautätigkeit. Und bei all dem kann man sagen, diese Dynamik sozial zu gestalten, das ist die Herausforderung, die sich für die Sozialdemokratie in dieser Stadt stellt. Das wichtigste Thema, wenn es uns für 50.000 Menschen neu in die Stadt kommen, ist natürlich die Frage des Wohnungsbaus, der Mieten. Selbstverständlich ist das so, dass wir eben den Fokus, den wir in der Vergangenheit hatten, zu sagen, wir müssen vor allen Dingen die Mieten stabilisieren. Wir müssen was für die Mieterinnen und Mieter in der Stadt tun. Dass da hinzutreten muss, dass bei einem solchen Bevölkerungswachstum nichts helfen wird, kein rechtliches Instrumentarium helfen wird, wenn wir es nicht schaffen, auch bezahlbaren Wohnungsneubau auf den Weg zu bringen. Das ist die große Herausforderung, die sich an erster Stelle und mit erster Priorität in der Stadtpolitik in den nächsten Jahren stellt. Und ich habe auch gehört, dass davon ja heute schon die Rede war. Aber es ist nicht nur Wohnungsbau. Es muss auch die gesamte Infrastruktur der Stadt mitwachsen. Und Infrastruktur ist eben nicht nur, woran man vielleicht zuerst denkt, die Verkehrsinfrastruktur. Die Straßen, die sind es auch. Klar, wenn ich so ein Bevölkerungswachstum habe und in der Perspektive ein ganzer Berliner Bezirk durch Zuzug neu hinzukommt, muss ich natürlich auch an der Verkehrsinfrastruktur etwas tun. Und ich kann nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass sich die gute Entwicklung fortsetzt, dass der Anteil am Autoverkehr immer weiter abnimmt und der Anteil am Fahrradverkehr, am ÖPNV-Verkehr stabil bleibt oder deutlich zunimmt, dass sich das von selbst und ohne Investitionen und ohne konkrete Maßnahmenplanung so vollzieht. Das ist die zweite große Herausforderung, dass wir diese Verkehrsinfrastruktur und die Infrastruktur beim ÖPNV und beim Radverkehr so ausbauen, dass auch diese Infrastruktur mithält. Und da ist Tel Aviv tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Wir haben in vielen Städten Europas, auch in unserer vielleicht wichtigsten Partnerstadt Paris, ein Fahrradausleihsystem, das durch die öffentliche Hand organisiert ist, das gut funktioniert. Wir hatten hier eins, das die Deutsche Bahn auf den Weg gebracht hat mit Call a Bike. Das ist quasi jetzt auf dem Bezirk Mitte beschränkt. Das ist zum Beispiel, wie ich finde, ein erhebliches Manko, dass sich Berlin hier nicht sehen lassen kann im internationalen Vergleich, dass wir da kein System haben, das gut funktioniert. Und wir können auch noch besser werden, was den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur angeht. Die größte Herausforderung, die sich vielleicht für die Politik klassisch stellt, ist, dass wir unsere gesamte öffentliche Verwaltung in den letzten 20 Jahren auf Schrumpfung programmiert haben. Dass insgesamt unsere Politik darauf programmiert war, zu sagen, wir müssen sparen, bis es quietscht, wir müssen konsolidieren, wir müssen den öffentlichen Dienst runterfahren.
und zwar kräftig. Und es ist auch so, dass sich die Stellen im öffentlichen Dienst seit 1990 halbiert haben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass wir ja diese große Zielzahl der 100.000 Vollzeitäquivalente, also Vollzeitstellen in Berlin im öffentlichen Dienst als Ziel haben. Und wenn wir dieses Ziel aufrecht erhalten, dann haben wir das gesamte Bevölkerungswachstum erstmal nicht mit im Blick. Und wir haben nicht mitkalkuliert, dass wir jetzt ab 2017 in der Situation sind, dass ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Berlin altersbedingt die Verwaltung verlassen wird. Das bedeutet, dass wir sozialdemokratische Politik vergessen können. Weil wir als SPD darauf angewiesen sind, dass es eine öffentliche Verwaltung gibt, die unsere Politik umsetzt. Wir sind eben nicht die FDP, die sagt, so wenig Staat wie möglich ist umso besser, sondern wir sind Sozialdemokraten und wir brauchen den öffentlichen Dienst als Instrument für unsere Politik. Und deshalb ist hier eine ganz erhebliche Kraftanstrengung nötig, diese Zielzahl 100.000 neu zu definieren, jetzt umzusteuern, weil Franziska Becker sitzt hier vorne in der ersten Reihe, die Mitglieder des Abgeordnetenhauses wissen das sehr gut. Wenn wir jetzt nichts ändern, führt dieses altersbedingte Ausscheiden dazu, dass wir ganz deutlich unterhalb der 100.000 noch in dieser Legislaturperiode landen und dieser große Tanker Berliner Verwaltung eben so weit dann über die 100.000er Marke hinausschießt, dass selbst wenn ich jetzt bremse, ich lange nicht bei 100.000 zum Stehen komme. Ich brauche aber möglicherweise sogar mehr. Deshalb macht euch alle drauf gefasst, im öffentlichen Dienst zu landen. Gilt mir das hin. Insgesamt muss natürlich aber auch nicht nur die öffentliche Verwaltung wachsen, klassische 70er SPD, sondern natürlich müssen wir auch bei den Arbeitsplätzen selbst auf einen weiteren stabilen Wachstumspfad kommen. Da sehen die Zahlen gut aus. Wir haben, glaube ich, 35.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in 2012 und 40.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in 2013 im Zuwachs in Berlin. Das sind erstmal gute Nachrichten. Man muss sich da nochmal genau ansehen, welche Arbeitsplätze sind das eigentlich? Denn die andere Zahl, an die wir uns in den letzten Monaten gewöhnen mussten, ist, dass 21% der Beschäftigungsverhältnisse in Berlin von dem Mindestlohn profitieren werden, den wir einführen werden. Das heißt, die jetzt unter Mindestlohn bezahlt werden. 21%, jeder fünfte Arbeitsplatz. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Und das führt zum Kern des Ganzen. Bei aller erfreulichen Entwicklung, die wir in der Stadt haben, dürfen wir da niemanden zurücklassen, dürfen wir da niemanden abkoppeln. Zurzeit ist die Entwicklung so, dass durchaus viele von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Viele von denen übrigens gerade, die neu in die Stadt hinzukommen, die aber in vielen Fällen ihren Arbeitsplatz schon mitbringen, weil sie ganz bewusst hierher kommen, weil hier Fachkräfte gesucht werden, gut ausgebildete Arbeitskräfte gesucht werden, die aus den anderen Bundesländern kommen, aber zum ganz großen Teil eben auch aus südeuropäischen Ländern zu uns kommen. Aus den bekannten Gründen. Aber wir haben einen großen Teil, die zwar die Auswirkungen dieses Wandels spüren, vor allen Dingen an den steigenden Mieten, aber die selber nichts davon haben. Langzeitarbeitslose, die abgekoppelt sind von dieser wirtschaftlichen Entwicklung in einer Sockelarbeitslosigkeit, an die wir bisher nicht richtig rankommen. Jugendliche in den Brennpunktschulen, die immer noch nicht die gleichen Chancen haben wie in anderen Stadtteilen. Auch Rentnerinnen und Rentner, die durch die gebrochenen Erwerbsbiografien in den 90er Jahren in vielen Fällen in der Altersarmut in unserer Stadt leben. Diese Gruppen profitieren von dem wirtschaftlichen Fortschritt in unserer Stadt nicht oder zu wenig. Ich finde deshalb ganz gut, dass ihr heute ein Panel macht mit dem Thema Berlin der drei Geschwindigkeiten. Ich weiß nicht genau, was die drei Geschwindigkeiten sind, aber es gibt mindestens zwei ganz starke Geschwindigkeiten, die auseinanderlaufen. Wenn ich mir die soziale Verteilung in Berlin 1990 angucke und heute, ist es völlig augenscheinlich, wie weit sich diese Schere geöffnet hat. Und es ist unsere Aufgabe, als Sozialdemokratie dazu beizutragen, dass sich diese Schere wieder schließt, dass die Fliehkräfte eingefangen werden, dass sie sich nicht weiter beschleunigen. Bestimmt auch,
dass wir sehr stolz darauf sein können, dass es diese positive Entwicklung gibt. Und da sollte niemand der dem Missverständnis erliegen, das läge an den zwei CDU-Senatoren, die das Wirtschaftsressort in den letzten zwei Jahren hier vertreten haben. Die positive Entwicklung beruht auf richtigen Entscheidungen, die die SPD hier in der Stadt durchgesetzt und getroffen hat. Die Innovationsstrategie, die gesagt hat, wir setzen auf bestimmte Wachstumsbereiche, die wir hier gezielt ansiedeln wollen. Mobilität zum Beispiel, Gesundheitswirtschaft zum Beispiel, die gesamte Start-up-Szene. Darauf können wir stolz sein, dass sich diese Entwicklung so gut vollzieht. Und dieser Aufschwung ist unser Aufschwung. Sonst von niemandem. Viele Entscheidungen, die richtigerweise zum Teil schon in den 90er Jahren getroffen worden sind, zum Teil unmittelbar im Zeitpunkt schon der Wiedervereinigung unserer Stadt und sehr stark ab 2001 folgten. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir fast auf den Tag genau, 29. Januar 1989 ist das gewesen. Seit diesem Tag regiert die SPD ohne Unterbrechung in Berlin mit. Die Abgeordnete klatscht. Das will schon was heißen. In der Tat, nicht immer als stärkste Partei im Senat, aber ohne Unterbrechung, seitdem Walter Momper damals im Januar 1989 für viele überraschend mit Rot-Grün eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, damals noch in Rathaus-Schöneberg, gewonnen hat. Und wir werden am 17. März, dem Tag der Einschwörung des neuen Senats, auch diesem Tag gemeinsam mit Walter und seinem Senat gedenken, dem berühmten Frauensenat. Übrigens, wo es deutlich mehr Frauen als Senatorinnen gab als Männer. Ja, in diesen 25 Jahren sind wir weit gekommen, aber wir dürfen auch nicht der Versuchung erliegen, glaube ich jetzt zu sagen, es ist alles großartig. Wir müssen auch sagen, dass vieles sich positiv entwickelt hat aufgrund unserer richtigen Politik. Aber die Versuchung zu sagen, es ist alles großartig, wer über Probleme redet, der redet die Stadt schlecht. Ich glaube, dass das für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eben auch nicht der richtige Ansatz ist. Wir werden gewählt und gebraucht dafür, dass wir die Interessenvertreterin derjenigen sind, die eben nicht selbst lautstark ihre Interessen deutlich machen können und wahrnehmen können, die sich steigenden Mieten nicht dadurch entziehen können, dass sie sich eine Eigentumswohnung kaufen, die sich Probleme im öffentlichen Nahverkehr nicht dadurch entziehen können, dass sie sich ein großes Auto kaufen, die sich den Problemen im Bildungsbereich nicht dadurch entziehen können, dass sie ihr Kind auf eine Privatschule schicken. Wir sind die Interessenvertreterin als Partei von denjenigen, die oft ja so etwas wie eine schweigende Mehrheit sind, die manchmal vielleicht auch nicht die exzellente akademische Ausbildung haben, um selbst eine Bürgerinitiative auf die Beine zu stellen, um eine Bebauung in der Nachbarschaft zu verhindern. Und dann sagen sie einen Gezi-Park-Protest. Wir müssen für diejenigen da sein, die eben nicht immer automatisch und von selbst ihre Interessen machtvoll als Einzelinteressen artikulieren können, sondern wir sind die Kraft, die das Gemeinwohl, das allgemeine Wohl in der Stadt im Auge behalten muss. Und da komme ich auch nochmal auf den Punkt zurück, über den heute in der Podiumsdiskussion schon gesprochen worden ist. Natürlich ist das egoistisch, zu sagen, Bebauung kann überall stattfinden, aber nicht bei mir in der Nachbarschaft. Es gibt auch sonst überall in der Stadt genug Platz und genug Fläche. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung gerade auch ums Tempelhofer Feld sich geradezu dazu anbietet, dass wir sozialdemokratische Stadtpolitik einmal herunterbrechen können. Am Beispiel des Wohnungsbaus, am Beispiel der Pflege des öffentlichen Raums, der zur Verfügungstellung auch von Sportflächen. Es geht ja nicht nur um Wohnungen. Es geht auch darum, dass in Bezirken wie Norden Neukölln, in Kreuzberg, in Schöneberg, im Tempelhof sowas wie Sportplätze fehlen. Dass Vereinssport da nicht stattfinden kann, weil ich schlichtweg keine Fußballplätze da anbieten kann. Und jetzt sagt die Initiative, ja, da kann man ja Fußball spielen, ja, aber nicht auf Platz und erst recht kann man kein Umkleidegebäude dort errichten, wenn ich dieser Initiative so folge, wie sie jetzt ihren Gesetzentwurf dort vorgelegt haben. Und natürlich geht es auch um Arbeitsplätze und Bildung an dieser Stelle. Und deshalb werden wir ganz klar sagen, solche Protestformen sind eben nicht progressiv, sondern sie sind zutiefst konservativ. Sie sagen, es soll sich nichts verändern, wir wollen einen bestehenden
Zustand konservieren. Und dagegen werden wir ganz offensiv zu Felde ziehen. Und ich freue mich auch, will ich ausdrücklich sagen, ich mich auch ausdrücklich dafür bedanken, dass die Berliner Jusos hier an dieser Stelle auch diese Position ganz offensiv und ganz massiv mit unterstützen. Vielen Dank. Aber ich komme nochmal auf den Punkt zurück, dieser auseinanderdriftenden Teile unserer Gesellschaft hier in der Stadt. Ich glaube, dass Sozialdemokraten damit Menschen überzeugen können und dass sie auch Wahlen damit gewinnen können. Dafür gibt es viele Beispiele. Die Überschrift der drei Geschwindigkeiten hat mich etwas erinnert an Bill de Blasios Kampagne in New York City. Er hat die Bürgermeisterwahl damit gewonnen, dass er gesagt hat, es ist die Tale of Two Cities. Es gibt zwei Städte, die sich eigentlich hier in einer Stadt verbürgen. Eine ganz klare Teilung zwischen oben und unten, der dieses Auseinanderdriften zum ganz großen Thema gemacht hat. Und ich glaube, dass wir dieses Thema auch für uns zum Thema machen müssen, dass das im Mittelpunkt unserer Stadtpolitik und unserer Programmatik für das Berlin in den nächsten 10 Jahren stehen muss und stehen wird. Berlin steht hier jetzt an einem Wendepunkt. Und wie wir diese Politik meistern, das wird darüber entscheiden, ob wir nochmal 25 Jahre SPD in Berlin draufsetzen können, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb bin ich gespannt auf den Ertrag dieser heutigen Veranstaltung und wünsche ihr einen guten Verlauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Jan.